Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute in Bad Schandau auf dem Weg zu den Schrammsteinen. Ja, wohl anderen. Und hier sind wir am großen Strand von Bad Schandau. Ja, ist leider heute etwas diesig, aber die Sonne scheint, es regnet nicht. Was will man mehr? Und mit diesem historischen Aufzug fahren wir da nach oben. Ein fantastischer Blick. Der Weg ist doch steiler als wir dachten, ne? Oh ja, kommt schon ganz schön in die Puste. Die Schrammsteine, nicht mehr fern. Und jetzt hinab ins Tal. Jetzt wird's aber feucht hier. Und es geht noch tiefer hinab. Große Waldameisen. Ja. Das gleiche nochmal auf dem Rückweg. Berg hoch und berg runter. Und schon geht's mal wieder bergan zum Schrammsteintor. Ist es anstrengend oder anstrengend? Yes. Es ist sehr anstrengend. Aber toll, tolle Kulisse. Ja. Angekommen. Das ist das Schrammsteintor. Ja, und was sind das hier, Fußspuren da? Ja, da ist bestimmt der Teufel lang geritten. Ah ja. Wir sind dann hindurch und jetzt geht es weiter treppauf in diese Richtung. Ein abgeknickter Baum, der umgefallen ist und neue Wurzeln geschlagen hat. An dieser lichten Stelle wäre es mal wert, Rast zu machen, aber es ist recht feucht hier. Man kann sich nicht setzen. Ja, schauen wir mal, ob wir einen besseren Platz finden. Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, wir haben einen Rastplatz gefunden.
Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Otti, sag doch mal an. Hier ist das Schrammtor. Und wir wollen aber den grünen Weg in Richtung Elbe dann. Ja. So runter, genau. Sag mal, Otti, habe ich dir von der Anekdote erzählt, wo ein Sachse einem anderen Sachsen einen Witz erzählt? Nö. Also, ein Sachse erzählt einem anderen Sachsen einen Witz. Und der sagt, ja, mein Gott, ist das ein Witz. Das ist ja alt wie die Schrammsteine. Okay. Wo sind wir hier? An den Schrammsteinen. Oh. Endlich mal nur ein leicht profiliertes Gelände hier. Aber mit Hindernissen. Das sieht ja aus hier, als sei ein Wüterich durchgegangen. Klimawandel lässt grüßen. Ja, sicher. Jetzt geht's weiter auf dem obrigen Steig. Schon alles nicht so einfach. Ne? Kein Oma-Weg. Kein Oma-Weg hier. Das ist ja hier wie Hindernislauf. Du, das hat mit Wandern aber wenig zu tun. Das sieht ja aus wie das Blaubeerparadies. Ja, ne? Ist das so? Ja, das sind Blaubeeren. Na dann, müssen wir noch mal im Sommer wiederkommen. Jetzt sind wir der Elbe schon ziemlich nah und es geht wieder steil bergab. Durch diesen hohlen Baum muss der Wurm kommen. So, das sind jetzt die letzten Stufen bergab. Jetzt wird es dann hoffentlich leichter. Endlich. So, in diese Richtung. Zur Elbe. Siehst du das Schimmern da vorne? Ja, durch das ist die Elbe da, durch die Bäume durch. Na, endlich. Ja. Das ist hier zwar auch noch mal steil, aber ja, keine Stufen. Trotzdem würde ich mit dem Mountainbike hier nicht unbedingt runterfahren wollen. Wir sind wieder in der Zivilisation angekommen, ne? Yes. Mitten im Verkehr hier, im schönen fließenden, ja? Genau, herrlich, wunderbar. Mhm. Hallo Freunde, unsere große Wanderung über die Berge ist nun beendet. Schrammsteine liegen hinter uns. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Bad Schandau. Von Postelwitz bis nach Bad Schandau sind es etwa 2,5 Kilometer. Die schaffen wir, denke ich, mal in einer halben Stunde. Und sobald der Uferweg anfängt, gehen wir natürlich weiter ran an die Elbe. Bis dann. Ja, nur noch wenige Meter und wir sind am Hotel angekommen. Wir sind jetzt hier am Marktplatz in Bad Schandau. Und Otti, wie war die Wanderung? Ja, war schön, aber schon ganz schön heftig. Ne? Fast 3 Stunden. Aber ja. Die Wadenschmerzen. Dazu holen wir uns erst einmal. Genau.